Die Musik sagt uns, dass es endlich mal wieder Zeit ist für ein What the Fuck Rage and LOL. Mit PBs da natürlich. Hey ho Leute und willkommen zu einem weiteren What the Fuck Rage and LOL mit dem Spiel Find Me Nil. This is Yun Nil. Use AD to move, use spacebar to jump, use spacebar twice to jump again. Wow, fuck yeah. E. Come find me. Und was ist weiter? Da ist doch bestimmt ein Gimmick versteckt. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Wahrscheinlich irgendeins der Art, LOL? Hä? Hier ist nochmal was. Okay. Ah, man kann sie ein bisschen abbremsen, wenn man Jump gedrückt hält. Sometimes people have problems. Ah, das ist ganz links wahrscheinlich. Sometimes big problems. Attack of the Titans. We should look in another. Attack of the Titans ist es. Wenn es irgendwas mit Attack of the Titans zu tun hat, Find Me Nil, dann sagt's mir, schreibt's mir bitte in die Kommentare. Ich kenne nicht so Attack of the Titans so direkt und will einfach mal wissen, was das ist. And fight with them. Aber ich werde es mir irgendwann mal reinziehen und den Manga auch lesen. We can use our friends' help too. Scheint wirklich interessant zu sein anscheinend. Ah, und wir haben einen Schlüssel gefunden. Nice. This is you, Nil. Ah, einen Schlüssel haben wir. Come find me. Schon wieder, hä? Ah, wahrscheinlich gibt es verschiedene Etappen des Spiels. Boah, ich bin gestorben. Oh, Alter, ich hab schon gedacht, ich verreck jetzt. Ich glaube, dieses Spiel wird unter meinem Ordner aus Versehen gespeichert, wo ich auch Dungeon Nightmare spiele, weil es mit demselben Browser oder irgendwie sowas gestartet wird, mit Unity Media, Unity Games. Und keine Ahnung, kann sein, dass irgendwas davon gestartet werden muss, sollen, tun, keine Ahnung. Und jetzt fallen wir wieder. Muss einfach ein bisschen finden. You are talented girl. Oh, ich bin ein hübsches, talentiertes Mädchen. Oh, wie nice. Okay, Hintergrund ist wahrscheinlich, dass ab und zu wir hinter dem Bild sind, einmal vor dem Bild, wie ich merke. Oder ganz weit vor dem Bild. Hier ist noch ein Schlüssel. Nice art. This is you, Nil. Okay, wir sind links, rechts reingegangen beim ersten und sind gestorben. Jetzt gehen wir hier rein und bestimmt sterben wir wieder. Also meine Vermutung. Ja, war klar. Hä, hey, wieso ist der Schlüssel jetzt ganz rechts, der gelbe? Vorhin war er doch ganz links. Hm, suspicious. But I don't know what to do. Okay, hier waren wir. Hab gedacht, es geht in Endlosschleife irgendwie durch, aber... Also so wie, wenn man eine Rolle, wenn man ein Blatt Papier hat und daraus einen Kreis formt, kommt ja auch irgendwie so eine... Art Endlosschleife durch. Und ich habe gedacht, hier ist es auch sowas. Aber bitte nicht nochmal der Tod. Ich habe keinen Bock, immer so weit zu laufen. Alter, wie lang falle ich denn? Sometimes we must walk long ways. Oh, hier darf ich nicht rein, sonst sterbe ich. Alter, was ist das für ein Let's Play, Alter? That gameplay. No, that gameplay, though. OMFG, OM fucking G, yeah, that is so awesome. You have fantastic friends. Oh, danke dir. So kawaii. So sugoi. So sugoi. Naruto. Hä? Zermel grüner Schlüssel? Ach, für die Bilder. You have fantastic friends. Ah, man kommt von rechts auch irgendwo dahin. Mhm.
Ich glaube, wenn ich jetzt ganz rechts wäre, dann wäre das jetzt auch der Fall. Sorry Leute, falls man hier so weit latschen muss, deswegen habe ich auch gar keine Ahnung, was ich so für Scheiß labern soll. Ich kann hier mal eine kleine Umfrage starten, beziehungsweise so eine kleine Fragerunde. Würde ich euch wieder freuen, verschiedene Arten von Horror-Games wieder zu spielen und einige Creepypastas auch wieder? Wenn ja, dann bitte schreibt es mir in die Kommentare, ich möchte mehr davon hören, ob es euch gefällt oder nicht. Einige Horror-Games kann ich ja mit Cam spielen, wie zum Beispiel Dungeon Nightmares kann ich zum Beispiel auch mit Cam spielen, keine Ahnung. Mal schauen, je nachdem, wie es läuft und wie es mit der Kamera ausschauen wird. Dann, einige WTF Rage und LOL werden auch mit Cam laufen, aber dieses hier noch nicht, wie ihr gemerkt habt, und die letzten zwei auch nicht, weil, gerade ein paar Probleme habe mit der nicht mit der Cam, sondern einfach mit WTF Rage und LOL, mit dem Upload und so. Oh, cool, wir können einfach stecken bleiben. Das ist nice. Als hätte ich keinen Bock runterzufallen. Nein, ich will nicht fallen. Hä? Oh, come on. Come fucking on. Ich habe doch 3 Schlüssel schon. Oder brauche ich noch mehr? Ich habe doch schon grün. Oder muss ich nochmal der andere grüne? Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Naja. Creepypastas. Je nachdem werde ich schauen, weil, es kann sein, dass einige gut sind, einige nicht so gut sind, um irgendwas damit aufzunehmen. Also mit Cam. Aber ja, das könnt ihr auch entscheiden. Das bleibt euch überlassen, meine Freunde, meine lieben Styler, meine Abonnenten. Und ich falle. Scheiße, bin ich jetzt ganz nach rechts? Hä? I. Okay, gehen wir durch die Tür. Ah! Wieso werde ich automatisch irgendwo in ein Loch tippiert? Ich sterbe. OMFG! Nicht das hier war es. Oh, das wird jetzt Jahre dauern, bis ich erstmal ankommen werde. Ja, Jahre anscheinend. Ich check da mal etwas von meinem Handy. Ja, so viel Zeit habe ich. Ja, gut. Accepted your request, bla bla bla. Gut, nice. Das kann ich wieder wegtun. Ich glaube, beim nächsten bin ich runtergejappt. Runtergejappt. Jabba de hat. Komm. Ich falle. Scheiße, ich kann wirklich nicht mehr hoch. Egal. Das sollte das Loch sein. Diesmal gehen wir durch die rechte Tür. Okay, das schaut anders aus, aber ich glaube, hier sterben wir auch. Hä? Was? Happy Birthday, Nil. Oh, they got me a cake. Happy Birthday, Nil. Kann sein, dass diese Hintergrundmusik von Attack of the Titans ist oder irgendwie sowas, weil ich weiß nicht, es scheint irgendwie so, dass irgendwas viel mit Attack of the Titans zu tun hat. Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde die Musik so leise wie es geht leider stellen. Nicht, dass ich irgendwie einen Copyright Strike singen bekommen kann. Weil es gibt einige Musikstücke, die können von berühmten Sachen drin sein, in einem Spiel verwendet werden, aber da ist nichts dagegen. Außer wenn man halt auf YouTube oder sowas hochlädt, das ist schon wieder was anderes. Aber wir sind im Exit. Gehen rein. Exit. I want the fucking exit. Muss ich den Kuchen essen? Nein. Hä? Ich kann hier nicht exen. Ich kann nix exiten. Aber hier steht doch Exit. Muss ich jetzt EXET? Enter? Was war das gerade? Hä? Was war das gerade? Ich kann hier unendlich springen. Ah, ich kann hier schweben. Aber nur im Exit-Bereich, in der Tür. Boah, cool. Kann ich das auch nutzen, um hier irgendwie rauszubuggen? Nein. Komm. Nein. Ja, okay, gut. Ja, Leute, ich glaube, das war's mit diesem Let's Play. Ich weiß nicht.
Haut rein, euer PB-Style. Ich bin verwirrt. Falls es irgendwas anderes gibt, Spiel steht in der Beschreibung. Haut rein. Tschüdelü. Tschüss.